Der Hamburger Senat hat auf das Übernahmeangebot von Klaus-Michael Kühne reagiert. Dieser hatte kürzlich sein Interesse an einer Mehrheitsbeteiligung an der Hala bekundet, da er sich aufgrund von schlechtem Management Sorgen um den Hamburger Hafen mache und helfen wolle. Seitens des Senats hieß es am Donnerstag auf Hamburg 1 Nachfrage, man beabsichtige nicht, die Mehrheit der Hala an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen. Des Weiteren wolle man Kühnes politische Einschätzungen nicht kommentieren.